Herzlich willkommen, meine Freunde, zum Newsflash Nummer 115. Ich habe wie immer mein Bestes gegeben, um euch die neuesten News näher zu bringen und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Flash. Call of Duty Modern Warfare Remastered wird wie erwartet auch in separater Form erscheinen. Die Umsetzung für PlayStation 4 wird in der nächsten Woche den Anfang machen. Es soll am 27. Juni als Einzeltitel im Handel sowie als Download im PlayStation Network erhältlich sein. Der Preis wird $40 betragen. Andere Plattformen wie PC und Xbox One sollen später versorgt werden. Laut Gamatsu ist der 29. Juni angepeilt, aber dieser Termin ist nicht offiziell bestätigt worden. Das Verity DLC Pack mit 4 Multiplayer-Karten und 10 seltenen Vorratslieferungen ist übrigens nicht enthalten. Nach dem Scheitern der Kickstarter-Kampagne zu Project Red Rabbit, bei der lediglich 162.000 der veranschlagten 855.000 britischen Pfund zusammenkamen, haben sich die Initiatoren in einem Update zu Wort gemeldet und sich bei allen Fans für ihre Unterstützung bedankt. Gleichzeitig teilte man aber auch mit, dass man nicht in der Lage sei, die Entwicklung weiter fortzusetzen und irgendwann später einen zweiten Crowdfunding-Anlauf unternehme. Auch ein Zurückschrauben ihrer Vision käme für die einstigen paar Rapper The Rapper und Guitar Room Man Macher nicht in Frage. In einer kurzen Mitteilung auf Steam und vor allem in einem Video möchten sich die Entwickler Illphonic und Publisher Gun Media für die Verbindungsprobleme entschuldigen, die Spieler von Freitag der 13. in den Wochen nach der Veröffentlichung erlebt haben. Als Entschädigung erhalten alle Spieler kostenlose Inhalte. Darunter zwei Outfits für alle Counselor sowie ein violettfarbenes Retro-Kostüm für Jason einschließlich eines altmodischen Chiptune-Soundtracks von Mitch Murder. Grund für die Verbindungsprobleme war der unerwartet hohe Ansturm auf die Server. Nutzer wurden mit Datenbankfehlern konfrontiert und auch das Partysystem war betroffen. Freitag der 13. ist auf PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Die kostenlosen Inhalte wurden für alle Plattformen veröffentlicht. Im Oktober 2015 wurde Detroit Become Human von Quantic Dream angekündigt und seither wurde noch kein Termin oder Release-Zeitfenster preisgegeben. Auch auf der E3 schwieg man sich darüber aus. Game Director David Cage grenzte den Veröffentlichungszeitraum in einem Interview mit GameSpot zumindest etwas ein und stellte klar, dass das PlayStation 4 exklusive Sci-Fi Adventure nicht mehr in diesem Jahr erscheinen wird. Es soll irgendwann 2018 an den Start gehen, konkreter wurde er nicht. Sony wird irgendwann eine PlayStation 5 veröffentlichen und damit eine neue Konsolengeneration einführen. Das Unternehmen will nicht auf die stetige Evolution der Hardware wie bei der PlayStation 4 Pro als Weiterentwicklung der PS4 setzen, ähnlich wie es bei Smartphones oder Tablets gemacht wird. Das verriet Sean Layden in einem Interview bei Golem.de. Laydens Antwort auf die Frage, ob irgendwann eine PlayStation 5 erscheinen wird, fiel ziemlich klar aus. Ja, die wird es wohl irgendwann geben. Bandai Namco Entertainment Europe wird .hack GU Last Record auch in Europa für PC und PlayStation 4 veröffentlichen. Last Record wird die überarbeiteten Versionen von .hack 1, 2 und 3 umfassen. Die Entwickler versprechen aktualisierte 1080p Auflösung, 16:9 Bildformat, 60 Bilder pro Sekunde, Verbesserung bei der Kampfbalance sowie der Steuerung, einen einfacheren Chatmodus zum Erleben der Geschichte und weitere Features, die in den kommenden Monaten bekannt gegeben werden sollen. Die Hack-Trilogie soll noch in diesem Jahr erscheinen. Bewegtes Bildmaterial von WWE 2K18 gibt es zwar noch nicht, aber dafür haben wir jetzt ein Release-Datum. Außerdem steht fest, dass Seth Rollins das Cover zieren wird. Das von Hughes und Visual Concepts entwickelte Wrestling-Spiel wird am 17. Oktober für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Eine PC-Version wurde bis jetzt noch nicht angekündigt. Käufer der Deluxe Edition oder der Collector's Edition sollen übrigens schon am 13. Oktober loslegen dürfen. Die erste Darkest Dungeon Erweiterung, The Crimson Court, ist für 9,99 € via Steam veröffentlicht worden. GOG.com wurde bislang noch nicht versorgt. Auf PlayStation 4 soll das Add-on später im Juli erscheinen. Crimson Court umfasst eine parallel verlaufende Kampagne zusätzlich zu den Hauptinhalten von Darkest Dungeon mit 9 Herausforderungen auf jeder Schwierigkeitsstufe. Die Erzählung wirft etwas Licht auf die frühen Tage des Vorfahren. Mit Crimson Court kommt die neue Heldenklasse der Flagellant ins Spiel, die Dungeon-Region der Hof, eine weitere Gegnerfraktion, 5 Bosse mit einigen der bisher komplexesten Mechaniken, der Fanatiker, ein wandernder Boss, 10 Gebäude für das Dorf und Accessoire-Sets passend zur Hintergrundgeschichte aller Helden mit Z-Boni.
Der Totenbeschwörer wird Diablo 3 Reaper of Souls und Diablo 3 Ultimate Evil Edition ab dem 27. Juni auf PC, PlayStation 4 und Xbox One unsicher machen. Die Erweiterung wird 15 € kosten und den Totenbeschwörer als neue Charakterklasse ins Spiel einführen. Totenbeschwörer hatten ihren ersten Auftritt in Diablo 2 und beschützten die Menschen mit Mächten von Blut und Knochen und verwandelten die leblosen Leichen der gefallenen Gegner in untote Diener. Die Download-Erweiterung umfasst neben dem Totenbeschwörer noch ein halbgeformter Golem als Gefährten im Spiel, das Accessoire Schwingen des Kryptawächters, zwei zusätzliche Charakterplätze, zwei Beutetruhenfächer, allerdings nur auf dem PC, sowie das Totenbeschwörerporträt, Banner, Siegel und Verzierung und die Blutmeisterflagge. Pillars of Eternity wird als Complete Edition auch auf PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die Konsolenumsetzung des Rollenspiels von Obsidian Entertainment soll am 29. August bereitstehen. Die beiden Erweiterungen The White March Part 1 und Part 2 sind ebenfalls enthalten. Die Konsolenversion wird von Paradox Arctic entwickelt, für den Vertrieb der Boxversion soll Publisher 505 Games zuständig sein. Die Benutzeroberfläche und die Steuerung sollen speziell für PS4 und Xbox One angepasst werden. Auf Origin, der digitalen Vertriebsplattform von Publisher Electronic Arts, wird Medal of Honor Pacific Assault wieder kostenlos zum Download angeboten. Und zwar als Teil der regelmäßig stattfindenden Aufs-Haus-Aktion. Der normalerweise 9,99 € teure Shooter war schon im März 2016 ein Teil dieser Aktion. Auf der E3 2017 demonstrierte Crytek eine deutlich überarbeitete Version von Hunt Showdown, ehemals unter Hunt Horrors of the Gilded Age bekannt. In dem Monsterjagdspiel mit PvP-Fokus treten 4 Teams mit jeweils 2 Spielern gegeneinander an. Darüber hinaus kämpfen alle Spieler gegen computergesteuerte Monster und Bossgegner. Es ist also ein PvPvE-Modus. Generell sollen die Matches zwischen 20 und 40 Minuten dauern, schätzen die Entwickler. Hunt Showdown ist derzeit für den PC in Entwicklung. So, meine Freunde, das war's mit dem Newsflash Nummer 115. Ich hoffe, ihr habt zu gefallen gewusst und ihr hattet Spaß beim Video. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage Rindjehauen, bis zum nächsten Mal.